Na Leute, wie geht's euch? Willkommen zu Let's Play Minecraft. Falsch, zum neuen Tutorial. Wie züchte ich Pferde? Und da sehen wir gleich am Anfang hier das erste Bild. Die Pferde im Allgemeinen, also deren Fähigkeiten. Da hätten wir als erstes das Light Horse, also das leichte Pferd, das hellbraune Pferd, wie man es haben will. Springt ein Feld hoch, keine Spezialfähigkeiten, spawnt ziemlich oft, also ist eigentlich immer da. Gibt eigentlich keins, wo es nicht da ist. Zum zweiten, dann das Brown Horse. Das etwas dunklere Pferd. Springt schon zwei Felder hoch. Das heißt, das kann auch über Zäune springen. Also, nur wenn ihr drauf sitzt. Wenn ihr nicht drauf sitzt, kann es da auch nicht drüber springen. Wenn ihr drauf sitzt, kann es allerdings zwei Felder hochspringen. Spezialfähigkeit ist etwas schneller als ein Light Horse. Spawn Rate ist auch noch ziemlich hoch. Die sind ziemlich einfach zu fangen. Nächste Seite wäre das Dark Horse. Springt drei Felder hoch. Und die Spezialfähigkeit ist schneller als das Brown Horse, das dunkle Pferd, und dann gezwungenermaßen auch schneller als das Light Horse. Spawnt seltener als die anderen beiden. Allerdings geht's. Genau, dann nächstes ist das Einhorn, das Unicorn. Das springt drei Felder hoch, ist das schnellste Pferd von allen, im Laufen zumindest. Und Spawnrate liegt bei 4%, was bei meiner Version von Minecraft allerdings nicht sein konnte, denn da war jedes dritte Pferd ein Einhorn. Oder die lieben Pferde haben sich alle ein Horn aufgeklebt, was ich bezweifle. Dann kommen die etwas spezifischeren Pferde, sag ich mal. Also als erstes der Pegasus. Der springt in Anführungszeichen 150 Felder hoch. Das ist die maximale Flughöhe, also mehr geht's nicht. Spezialfähigkeit dann wohl, dass er fliegen kann, deswegen hat er ja Flügel. Und Spawnrate sehr selten, nur 1%. Ja, möglich, weiß ich nicht, ob das so ist. Dann als nächstes das Packhorse, also Packhorse, oder auch der Packesel, wie ich ihn so schön nenne. Springt ein Feld hoch, ist nicht gerade schnell, allerdings kann man dem eine Chest geben. Spezialfähigkeit, also wenn man dem Pferd mit Rechtsklick eine Chest gibt, dann kann man es mit Items befüllen. Dazu muss man das Steinschaufel in Hand Rechtsklick auf das Pferd machen und öffnet sich eine Horse Chest mit den 27 Slots Platz. Genau. Special ist, dass es nur durch Züchten möglich ist. Wir haben da auch ein Videobeispiel. Ich muss da gerade hier. Moment, das ist es nicht. Ich suche hier gerade die Ordner durch. Falsch, jetzt haben wir es doch dann. Das ist auch falsch. Moment. Moment. Ah, hier. Okay, Film ab. Also, wir sehen da unten das Packhorse. Und wir laufen da gerade mal so ein Stück weit runter. Und so sieht's aus von der Nähe. Genau, ja. So. Hatte Hü. Ich halte dieses Viech allerdings für unnötig. Ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, wofür ich es bräuchte. Da kann man jetzt, also mit der Steinschaufel, das ist wichtig, dass ihr das mit der Steinschaufel macht, ansonsten funktioniert es nicht. Könnte man als Schlüssel sehen. Da reinhaut und dann geht die Truhe auf. Genau. Das wäre das Packhorse. Soweit. Rumreiten noch. Lolo. Aber das wäre es schon fast, denke ich. Genau. Dann gibt es noch etwas, und zwar Moment, falsch. Genau, die Pferdearten wieder. Dann gibt es noch die letzte Seite. Da wäre einmal das Nightmare, der Albtraum sozusagen, und der Black Pegasus. Was es jetzt mit denen auf sich hat, gibt es jetzt dann wieder nach der nächsten Maus, in dem Sinne wohl wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit sage. Ja, wieder im Film im nächsten Moment. Den suche ich gerade hier wieder. Der wäre hier. Und Film ab! Also wir sehen hier das Nightmare und wir haben Redstone in der Hand. Wir geben also diesem Tier Redstone zum Fressen und dadurch, wenn wir es reiten, hinterlässt das Feuerspuren. Das Pferd selbst ist feuerresistent, das heißt, es verbrennt nicht. Und in dem Fall haben wir eine Diamantrüstung an, also tut es uns auch nicht allzu viel. Und wenn wir vom Pferd absteigen, wie wir das gleich demonstriert bekommen werden,
Pferd also dann absteigen. Steig ab. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Dann brennen wir zwar noch ein Stück, aber irgendwann hört's auf und es hinterlässt keine Feuerspuren mehr. Genau. Das wär's. So oder so ähnlich funktioniert das dann also auch bei dem Pegasus, den wir jetzt hier gerade nicht haben. Jetzt habe ich ihn hier. So oder ähnlich funktioniert das dann auch beim Pegasus, eigentlich genauso. Der Pegasus ist eigentlich das Einhorn sozusagen oder das Nightmare dann in dem Fall. Und der Pegasus, der Weiße, ineinander vereint. Es ist feuerresistent, es kann fliegen und es hat auch eine Chest, das heißt, es kann wie ein Packhorse benutzt werden. Und funktioniert genauso wieder mit der Steinschaufel. Genau. Und dann, das war's erstmal. Von dem Punkt. Jetzt muss ich gerade schauen, wo wir weiß sind. Hier, Pferdearten, genau. Erklärung der Pferdearten. Das hatten wir jetzt schon. Das ist schlecht, wenn die jetzt anrufen. Darauf habe ich ja gar keine Lust. Danach geht's Punkte der Pferde, genau. Jetzt geht's ans Züchten. Und zwar fangen wir damit mal an. Punkte der Pferde. Jedes Pferd hat einen bestimmten Wert, wie der beim Paaren wird. Also es hat halt jedes Pferd einen bestimmten Wert. Und je nachdem, was die Summe ergibt, dann kommt ein bestimmtes Pferd raus. Also, schauen wir uns das mal an. Vorab ist gesagt, dass wenn ihr eins der unteren 5 macht, also von Light Horse bis Pegasus, dann, und die miteinander paart und deren Summe nicht 6, 7 oder 8 ergibt, dann kommt irgendeins und ich sage nochmal irgendein Pferd raus. Also eins der unteren 5. Wenn ihr jetzt also 2 Brown Horses nimmt, wenn ihr ein Brown Horse und ein Dark Horse nimmt, dann kommt kein Pegasus raus. Also es kann rauskommen, muss allerdings nicht. Es kann auch ein Unicorn, Light Horse, Brown Horse, Dark Horse, meistens eh ein Light Horse, rauskommen. Wenn ihr allerdings beispielsweise ein Unicorn und ein Unicorn habt, dann ist es hier eigentlich völliger Schmarrn, denn wir müssen das so sehen. Wenn ihr ein Unicorn und ein Unicorn habt, dann wären das 8 Punkte. Dann hilft euch das mal gar nichts. Also 2 bis 6 Punkte, wie gesagt, ein zufälliges Pferd von 1 bis 5. Das wäre also von, den hier, von Lighthouse bis Packhorse, das wusste ich jetzt auch noch nicht, okay, neue Ansicht, neues Ding. Und wenn die Summe 7 ergibt, dann besteht die Chance, und ich sage auch nur die Chance auf ein Packhorse. Wenn die Summe 9 ergibt, das wäre beispielsweise bei einem Pegasus und einem Einhorn, dann gäbe es die Chance auf ein Nightmare. Und wenn es 10 Punkte sind, dann gibt es die Chance auf einen Pegasus. Und wenn die bei 12 liegt, dann entsteht die Chance auf ein Black Pegasus. Ausnahme, 2 Packhorses, die jeweils ja die Stufe 6 haben, können keinen Black Pegasus hervorbringen. Wäre ja auch irgendwie unfair, da hat er recht, ja. Gut, die Punkte der Pferde, also das hatten wir jetzt schon, genau. So, hier noch ein kleiner Edit, was ich vergessen habe zu sagen in dem Pferdevideo. Und zwar, wie man die denn paart. Also ihr müsst die Pferde so aneinander legen, dass sie nicht mehr als 4 Felder auseinander sind. Am besten sperrt ihr sie so in den Zaun, 6 auf 6 Felder. Dann sind sie nicht mehr als 4 Felder auseinander. Und dann müsst ihr ihm jeweils noch einen Kürbis geben. Oder eine Pilzsuppe. Für die Leute, die meinen, es gehen auch Eier gehen nicht mehr. Das wurde weg. Das heißt, wir geben dir einen Kürbis. Und dir einen Kürbis. Und wenn diese Pferde schon mal gebrütet haben, dann fressen sie den Kürbis nicht. Also von dem her ist es wurscht. Ihr könnt jedes Pferd nur einmal zum Brüten verwenden. Und dann müsst ihr einen halben Tag warten, euch ein bisschen entfernen. Und dann wird da bald ein neues Pferd erscheinen. Je nachdem, welche genetischen Wert das hat, dann das seht ihr dann. Wir werden jetzt kurz einen Cut machen, dann zeige ich euch, dass das so funktioniert. Und nun können wir sehen, wie, 3 Pferde am Rumhüpfen sind. Ich denke, die Zeit beträgt so ungefähr einen halben Tag, bis diese Pferde gepaart haben. Ich glaube, wenn wir jetzt halt nochmal schauen, ob wir den beiden, die jetzt einen Sattel haben, einen Kürbis geben können. Das funktioniert. Das wirft meine Theorie durcheinander. Denn eigentlich... Ah, nee, es funktioniert nicht. Ich habe nur außerdem den falschen... Wie dem auch sei. Also auf alle Fälle bei dem einen Pferd haben wir gesehen, dass es nicht mehr funktioniert und deswegen geht das nicht mehr. Gut, das war auch der kleine Edit. Jetzt geht's wieder weiter mit dem Video und es könnte ein bisschen abgehakt sein. Also wundert euch nicht, Leute. Bis denn.
Dann können wir uns anschauen, wie es ein Mensch namens You Would Not Believe 33 gemacht hat mit den Pferden. Sie hochgezüchtet, nicht so. Also als erstes Light Horse plus Light Horse ergibt ja das Light Horse, Brown Horse, eins von denen hier. Beim Züchten wird es eines dieser Pferde rauskommen und das Ziel ist es, einen Pegasus zu bekommen, natürlich. Deswegen haben wir also jetzt einen Pegasus. Haben wir nicht. Wir haben ein Dark Horse und ein Unicorn zusammen. Ergeben ein Pack Horse. Beispielsweise. Es wären 3 plus 5 ist gleich 8. Als nächstes nehmen wir dann unser Dark Horse und unser Pack Horse und kriegen dadurch ein Nightmare. Denn 3 plus 6 ist 9. Und wie wir wissen, ist 9 die Summe, die man für ein Nightmare braucht. Vom Nightmare aus geht es dann weiter, wenn wir ein Nightmare, die Eigenschaften eines Nightmares sozusagen, mit denen eines Pegasus kreuzen, kommt der Black Pegasus raus. Oder auch Dark Pegasus, ich nenne ihn gerne Black Pegasus, weil er ist ja schwarz. Deswegen finde ich Black Pegasus ja viel, 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 viel toller. Genau, und so funktioniert das dann also nochmal. Light Horse plus Light Horse. In dem Fall dann zum Unicorn am besten. Oder auch gleich zum Pegasus, je nachdem. Am besten ist natürlich gleich ein Pegasus. Da muss man sich noch ein Unicorn und ein Dark Horse fangen. Dann hat man ein Pack Horse. Das Pack Horse macht man dann wieder mit einem Dark Horse. Das ist ja nicht sehr selten. Zum Nightmare und das Nightmare dann mit einem Pegasus. Und alles ist fuddi-buddi wunderbar. Genau. Und als letztes haben wir dann noch die Credits sozusagen. Und zwar Plakate und Videos von You Would Not Believe 33, aka also known as Dominic. Und Sprecher, wie soll es auch anders sein? Hyper Shadow alias known as Groschen. Da unten habt ihr zwei Links sozusagen, da müsst ihr nur auf die Bilder klicken. Das sind zwei Videos von You Would Not Believe 33. Bei dem könnt ihr sehen, was er so mit seinen Pferden gemacht hat. Zum Beispiel Untotes Pferd ist sehr interessant, das ist ein schöner Bug. Und darunter ist der Pferdestall. Und der Diss an Groschen, wie ich es so schön nenne. Genau, und da ist auch der Black Pegasus dabei, da zeigt auch, wie man den fliegt, wenn ich mich da nicht täusche. Ich werde das noch so ein paar Sekunden laufen lassen und eventuell Musik einspielen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich bedanke mich auf alle Fälle schon mal. Ich denke, ich habe alles erwähnt. Falls es noch Fragen gibt, wendet euch an You Would Not Believe 33. Der hat voll Spaß damit, die euch zu beantworten. Ich werde seinen Link unten in der Beschreibung auch posten von seinem Kanal. Und ja, genau, oder auch notfalls halt in den Kommentaren. Vergesst nicht das Gewinnspiel. Vergesst nicht, Fragen zu stellen. Das ist wichtig. Das FAQ läuft noch. Entweder bis heute und wenn nicht genug kommt, dann vielleicht sogar noch bis morgen. Aber ich sehe auch gerne Videoantworten. Das ist jetzt eine kleine Werbung für mich. Man muss das ja so machen. Leute, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.